Servus Leute, was geht? Shredded Gaming TV wieder am Start und ihr seht es ja schon, wir haben wieder ein anderes Setup. Wenn ihr mich fleißig schaut, würde euch vielleicht aufgefallen sein, dass ich zwar so ein bisschen was an meinem Intro geändert habe. Leider ist es immer so gewesen, dass es ganz leicht asynchron war. Ich weiß nicht warum. Ich habe das eigentlich mit der passenden Software für die Webcam aufgenommen. Aber irgendwie habe ich es gar nicht hingekriegt, das synchron zu machen. Deswegen habe ich gedacht, okay, machen wir hier mein Streaming-Setup rein. Das hat bei den Streams immer bisher gut funktioniert. Also sollte es auch für das eigentliche YouTube-Video immer funktionieren. Wir machen heute die zweite ETB von Pokémon Chilling Rain von der schaurigen Herrschaft auf. Und ich hoffe, dass wir da einfach ein bisschen besser abschneiden als beim letzten Mal. Weil die letzte, die war jetzt nicht so prickelnd. Ihr wisst selbst, falls ihr es gesehen habt. Also Leute, fingers crossed und ab ins Opening. Ja Leute, wir versuchen natürlich heute das Opening in der letzten Woche zu toppen, weil das ist echt ein bisschen mau ausgefallen. Ein Hit hatten wir, glaube ich. Der über eine normale Holo-Rare hinausging. Aus 8 Packs ist das schon eine magere Ausbeute. Heute dann die zweite Top-Trainer-Box am Start. Wie gesagt, heute geht es nur um die Booster-Packs. Das ganze Zeugs haben wir letzte Woche schon angeschaut. Ist jetzt immer noch dasselbe drin. Nur eben in dieser lilanen Variante hier. Auch wieder 8 Booster Packs am Start. Die holen wir raus. Den Rest legen wir zur Seite. Und dann hoffen wir, dass wir dieses Mal echt ein bisschen besser abschneiden können. Aber es ist immer so bei mir. Habe ich euch auch schon mal erzählt, dass ich mit diesen kleineren Produkten, war hier in dem Fall die Blisters, waren das. Da schneide ich immer besser mit ab, als ob ich mir jetzt hier so eine Top-Trainer-Box hole oder ein Display. Ich weiß nicht, an was das liegt, ob ich da einfach so ein glückliches Händchen irgendwie habe. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, das weiß ich auch. Weil normalerweise sollte ja so größere Boxen immer eine bessere Ratio haben, weil du ja meistens so nacheinander folgende Booster-Packs kriegst. Aber keine Ahnung. Ich bin immer bei den kleineren wesentlich besser. Okay, Ärztin im ersten Pack. Lalalala. Sprachfehler ist da. Krawall. Robuster Helm. Trassler. Stolunio. Ein Brimova. Formeo. Ein Golbit. Ein Koifwaff auf dem Reverse. Alright. Und ein Cresselia Holo, okay, direkt eine Holo Rare im ersten Pack. Not bad. Also können wir auf jeden Fall mit starten. Die Holos wachsen. Schon die zweite Holo, schon wohlgemerkt, die wir jetzt hier haben. Ja, um die letzte Woche zu toppen, bräuchten wir schon zwei Hits. Und davon müsste eine mindestens eine Full Art V sein. Rainbow geht natürlich auch. Das lasse ich alles zählen. Oder halt natürlich, wenn du ein Hit hättest als alternatives Artwork. Das würde natürlich bei weitem reichen. Da wäre es mir dann auch egal, ob wir nur einen oder vielleicht sogar mehrere Hits hätten. Primano. Schneegipfelpfad. Kokuna. Ein Lapras, Flauschling, Wuffels, ein Voltilam, Chimpep, ein Sesokitz auf dem Reverse, alright, und dahinter ein Galagladi, alright, das kannte ich bis dato jetzt nicht. Das schlief ich mal ein. Ich finde Gardevoir eigentlich ein richtig cooles Pokémon, dementsprechend dann auch Galagladi. Ich weiß nicht genau, wie sich das jetzt mit der Weiterentwicklung verhält. Ich meine, Gardevoir ist ja die Weiterentwicklung von Kirlia. Galagladi, weiß nicht, ob das so eine spezielle Weiterentwicklung ist. Ich habe die ganzen neueren Editionen nicht gespielt. Bei mir hört es eigentlich so nach Rubin hat es aufgehört. Ich habe mal Sonne habe ich angetestet zum Zocken.
Einfach so, ist immer ganz cool, wenn du irgendwie in Urlaub fliegst und dann im Flugzeug deine 5-6 Stunden da unterwegs bist, dann hier einfach so gediegen ein paar Pokémon-Kämpfe auszutragen. Das ist einfach so nostalgisch, feiere ich übelst ab. Vor allem, weil die Zeit halt auch wie im Flug vergeht. Also, das ist dann immer richtig gut. Also, schlafen kann ich nicht wirklich im Flugzeug. Daher bietet sich das für mich immer an. Flauschling, Wuffels, Voltilam, ein Dakuma, okay. Und dahinter ein Golgantis. Alright, also wieder harter Start für uns. Sieht bisher wieder nach einem mauen Opening bzw. nach einer mauen Ausbeute aus. Ich hoffe schon, dass da noch ein bisschen was kommen kann. Nicht mal eine V bis jetzt oder eine normale V-Max. Aber ja, die Ratios sind hart in dem Set, das ist bekannt. Man hofft natürlich trotzdem immer, dass man nicht die normale Ratio am Start hat. Ist ja immer alles möglich. Einfach nur belieben. Feuerenergie. Ja, das Glurak kann nicht kommen. Dafür ein bisschen anderes. Heat, Galarbrustpanzer, Peony, Nebulak. Come on, auf geht's. LEC-Bar, Sneebel, Schneebedeck, gib uns was. Flauschling, wird mal Zeit. Oh, Nebulak als Reverse, schick. Das nehme ich gerne. Und ein Rexblizzard. Bam, wieder nix. Oh je, oh je. Das erinnert mich stark an Battle Styles. Da haben wir auch zwei ETBs aufgemacht, die ehrlich gesagt nicht so geil waren. Und ja, die Hälfte ist durch. Wir haben noch vier Packs. Auf geht's. Belieben. Wo sind die Beliebers unter uns? Irgendwie habe ich zurzeit einfach nur Belieben in Dragon Ball. So vom Gefühl her kann ich da kaufen, was ich will. Ich ziehe einfach immer richtig crazy. Meistens off-cam bei Dragon Ball. On-cam aber eigentlich auch ganz gut. Nur bei den anderen beiden TCGs mit Pokémon und Yugi, da ziehe ich einfach echt nur Mist in Anführungszeichen. Und was heißt nur Mist? Aber halt nichts von meinen Wunschkarten immer. Frubber, Primora, Dakuma, Nebulak, diesmal normal. Ein Koyfuff again, haben wir schon. Alright, und dahinter ein Galar Smogmog. Okay. Sieht ganz schick aus, das Galar Smogmog. Haben wir jetzt auch zum ersten Mal. Und noch drei Packs, Leute. Come on. Striken wir hier komplett? Gehen wir komplett leer aus? Das darf doch nicht wahr sein. Ich bin schon am Überlegen, ob wir von dem Set noch weitere aufmachen. Oder ob wir dann wieder Richtung andere alte Sets gehen. Hidden Fates schwebt mir da so im Hinterkopf. Oder Shining Legends. Das ist ein richtig geiles Set. Da möchte ich immer noch das schimmernde Mewtwo ziehen. Das ist so meine Nonplusultra-Karte der letzten Jahre, die ich gerne hätte. Und dann heißt es aber auch schon ein bisschen Geld auf die Seite sparen für Evolving Skies. Das Set wird ja so teuer werden. Chimpep und ein Serapentra. Alright, alright, Leute. Wir haben noch zwei Packs und bisher haben wir nichts bekommen. Aus zwei ETBs bisher, die letzte mit eingerechnet, einen einzigen Hit. Also, das ist natürlich echt hart. Das ist richtig hart. Vielleicht hat uns das Ganze hier auch bloß hingehalten, weil wir jetzt einfach mal das Lavados rausziehen. Das wäre mir dann egal. Wie gesagt, ein so ein Hit. Da ist es alles vergessen, was wir bisher nicht bekommen haben, was wir hätten bekommen sollen. Aber der Hit muss halt erstmal kommen. Vati, Primano, Nebulak, Fomeo, Schuppet, Wuffels, Primova, ein Galar Makabaya und jetzt, come on, auf geht's! Ein Volverok als normale Holo-Rare. Ja, wir müssen ihn ja nehmen. Schade, schade, schade. Nur eine Holo-Rare im vorletzten Pack.
Und jetzt ist schon Last Pack, hoffentlich Last Pack Magic angesagt. Auf geht's. Das Galar Lavados. Come on, I feel it, I feel it. Da muss doch jetzt was drin sein. Kann doch gar nicht anders sein. Come on, bloß nicht damagen hier. Jetzt auf das letzte Pack. Code nochmal raus. 1, 2, 3 und Nummer 4. Fingers crossed, Leute. Da sollte schon noch was drin sein. Darkness Energy, Sephora, Seeyong, Camillo, Formio, Hornliu, Schnäppke, Krabox, Galar Flegmon, ein Narciss. Auf geht's. Believe. Es ist einfach ein Effin Galar Lauchzillot. Okay, das hatte ich bisher echt noch nicht mal eine V-Karte am Start aus 8 Packs und dann die letzte ETV mit eingerechnet, da auch nur einen Hit. Okay, ich bin ein bisschen baff, schon ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil auch wenn ich die zu einem Schnäppchenpreis erhalten habe, schon eine magere Ausbeute. Lasst mich gerne wissen, wie ihr bei dem Set bisher abgeschnitten habt. Ich hoffe, ihr habt bessere Pulse erhalten als ich, definitiv. Das gönne ich euch. Und ja, dann gehe ich davon aus, dass wir als nächstes erstmal wieder Hidden Fates öffnen. Da habe ich eine Glurak GX-Tin am Start. Vielleicht gönnt uns die ja das Glurak, das wär's ja. Und ja, like und subscribe für mehr Pokémon Openings. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yeah.